Everyday der Scarf, welcher Character Switch? Loki, ich brauche mehr Scarves. Also, ich finde, der kommt fresh. Friend, ich call me Twin. Oh, siehst, cause they groupies. Sollen wir anfangen? Wow. Sei sehr hier, Digga. Bitte mach keine Fotos mit Girls so, Digga. Auf jeden Fall nicht, wenn die irgendwelche so random Girls sind. Auf jeden Fall, bitte. Hier. Okay, erster Chat. Er antwortet auf ihrer Story mit Herzaugen. Bro, ist dein Ernst? Ich sag doch immer, das machen alle, Bro. Dann sagt die so, wer bist du? Kennt man sich? Der hat Glück gehabt. For real, der hat Glück gehabt. Das ist safe irgend so ein random Match, dass sie auf sowas antwortet. For real. Und dann sagt er nein. Und dann sie gibt sich nochmal Mühe, sagt, wer bist du? Erklär mir das mal. Warum sollte ich mit dir chillen? Und er sagt, was soll ich sagen? Digga. Der hat so diese Tod-Tod-Riz. Tod. Digga, die sagt dir, bitte sag mir, wer bist du? Warum sollte ich mit dir chillen? Beweis dich. Ne, die sagt, ja, was soll ich sagen? Ich bin irgendein Random. Die sagt nochmal, wer du bist? What the fuck? Die denkt sich auch nur, was ein Vollidiot. Und er sagt, check nicht, was du von mir hören willst. Money, money. Puli, das ist eigentlich schon für dein Sub. Digga, das ist wirklich diese Toto-Triss, Bro. Er sagt, check nicht, was du von mir hören willst. Bro, bitte lest. Die hat dreimal gesagt, was sie hören will, Bro. Bitte. Dann sagt die so, egal, Deckel, keine Puss. Guck mal, ihr Arsch war so horny, Bro. Die wollte unbedingt wissen. Die wollte einfach einen Grund, warum die mit dir chillen sollten. Und du hast einfach keins, weil du einfach ein lame Arsch bist, Bro. Wir betreiben gerade dicke Gaming. Er sagt so, ja. Wie alt bist du? 16. Du? Er sagt 17. Woher kommst du? Sagt die ihre Stadt. Die sagt dann du. Der, die ist so interessiert, ne? Die stellt so viele Fragen. Er sagt so seine Stadt. Dann sagt die so, okay, gib mal Snap. Digga, ihr Arsch ist so. Die hat safe ihm irgendwelche News geschickt. Also wirklich, guck mal, wie viel Mühe die sich gibt. Das ist ja verrückt. Die stellt ja mehr Fragen als er. Double Chaya. Wie viel Bodycount hat sie mit 16? 16? Der hat mit 16 Bodycount 17. Okay, er gibt seinen Snap. Und der hat nicht mal Bock, die anzunehmen. Die sagt, nimm doch an! Ich will dich! Sorry, war gerade nicht am Handy. Alles gut. Sein Arsch Money. sagt, oh, der ist busy. Money! Yeah. My bitch stay down on my Cartier. Her wrist, I be coughing. This ain't no fucking COVID. Bro, sein Helmarsch, bitte. Mach mal wenigstens hier gerade, Bro, bitte. Ah, W, W ist im Chat, W ist im Chat, W ist im Chat. Er ist viel weiter als viele von euch da. W ist im Chat, W ist im Chat. Blondine auch noch. Ich weiß, dass dieser Bett so angenehm zum Schlafen ist, hat er 3000 Kissen. Man denkt, auf Wolke schlafen. Irgend so eine Charlie auf Tinder, die sieht mir aber auch so ein bisschen fett aus, Bro. Also, er sein Type ist dann alles gut, aber. Lass bitte gemeinsam Bombenknacken gehen. What the fuck? Ich weiß ja, was das bedeutet. Easy, wo und wann? Morgen 14 Uhr, diese Straße, dir, yes, sir, machen wir. Machen wir. Oh, die kann nicht fresh sein. Freshe Chairs sagen nicht. Digga, ich kenne keine freshe Menschen generell, die Money. so wa sagen am Ende. Okay, ich trip eigentlich. Ich trip über diesen. Heutzutage werden eh so viele verarscht, Bro. Die reichste Frau der Welt ist nur die reichste Frau, weil die Schluss mit ihrem Mann gemacht hat. Keine Ahnung mit wem. Jeff Bezos oder irgendeiner von diesen richtig Reichen. Er hat die Hälfte von seinem Net Worth bekommen. Wieso wurde ich wegen Backshots gebannt? Wurdest du gebannt? Keine Ahnung, red mit meinem Mord, ich hab dich nicht gebannt. Was soll man aber machen, wenn die Todesfeelings hat? Kannst sie smashen, machen was du willst mit der, hä, ist doch gut. Okay, endlich mal wieder ein Chat. Ja, passiert. Der antwortet auf ihre Story sehr schön. Nein, sie antwortet auf seine Story. Sehr schön. Naja, geh jetzt schlafen. Ciao. Ey, soll ich mich eigentlich lauter machen? Habe mich jetzt ein bisschen lauter gemacht. Naja, geh jetzt schlafen. Ciao. Gute Nacht. Nacht. Sehen uns in Berlin. Klar, komm. Klar, immer im Hotel. Ja, ist schon gebucht. Hier. W-Riz. Marlon, sein Arsch schon wieder. Drei Chayas, das ist die fresheste, Bro. Ich hoffe, dort ist die. Hier nochmal mit einer Chaya. Yes, sir. Lasse. Wann jetzt eigentlich Date? Hab ne Freundin, Schatzi. Schreibt er mit Jungs oder was? Sorry, Bro. Bro ist crazy. Ja, stell dir vor, du schreibst einer Chaya und die sagt so: Nee, hab jetzt ne Freundin, sorry, Bro.
Ah, so ein Ding, also. Viel Glück euch, Bro. Und zwei Leerzeichen. Sein Arsch war so am Verzweifeln, Bro. Der hat zwei Leerzeichen gemacht. Und ich sag so. Tod, toter Riz, Bro. Toter Riz. Zwei Leerzeichen, naja. Geöffnet von der Chaya. Und die sagt so, ey, die sagt so, ja. Er sagt, bist das Schönste. Ja, jetzt macht euch ready für den größten Cornball 2023. Bist das schönste Kunstwerk im Museum meiner Gedanken. Und die sagt, oh mein Gott, wie süß. Ha. Tot. Ja, safe nicht gehittet, Bro. Du bist der beste Freund von ihrem besten Freund. Du bist der Fan von ihrem besten Freund. Bachelor, kann ich paid Discord? Ich überweise dir. Du hast die Links in meinen Highlights. Du hast die Links in meine Bio. Du hast die Links überall, Bro. Wofür brauchst du mich? Bezahl, schick mir Screenshot, ich tu dich rein. Oh, wie süß. Ich würde ihn blocken, würde ich so eine Nachricht kriegen. Ja, Nora, aber du bist auch Sigma-Male. Spaß, 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 Spaß. Die Chaya Lisa sagt, los, der Typ, der mein Musikvideo geschnitten hat, so teilweise. Eine Chaya schreibt ihm, kannst dich auch mal melden, wenn du Lust hast, ne? Der sagt, mach ich. So, eine Minute später, da sagt die so, schwarze Schocks oder weiße? Der sagt, schwarze sind beste. So, 20 Minuten später. und dann sagt die so, ist ganz schwarz. Dann sagt er so, ja, wieso? Und dann sagt die so, kauf die noch. Und dann sagt die so, du kaufst sie für dich. Dann sagt die so, nein, für dich. Und dann sagt er so, was? Habe ich doch gar nicht verdient. So eine Chair kauft ihm Schuhe einfach. Die sagt so, ist egal, ob du es verdient hast oder nicht. Solange du deinen Arsch dann mal für Smash hochbekommst, kriegst du alles. Und Bro hat Lotto gewonnen. Bro, das ist zu hart. Das ist zu hart. Bro, behalte sie. Type shit. Lass es schick nochmal. Bitte jetzt ein Dub. Bitte ein Dub. Der sagt zu ihrer Story, kennen wir uns eigentlich? Die sagt, keine Ahnung. Der sagt, na, weil du mir folgst. Die sagt, okay, und? Der sagt, ja, top. Die sagt, okay. Oh mein Gott, Digga, ich dachte, das erste war schlimm, das ist noch schlimmer. Bro. Der sagt, ja, top, okay. Oh mein Gott, Digga. Naja, aber naja. Ja, top. Bro, guck mal, das Ding ist, der hat versucht. Der wollte so auf den so, kennen wir uns eigentlich? Und die sagt so, keine Ahnung. Dann kommt er so mit, ja, wir könnten uns mal kennenlernen, so, du bist süß. Aber dann hat er sich doch nicht getraut. Der meinte so, ah nee, das ist too much, das ist too much. Nee, weil du mir einfach folgst. So, da habe ich mich gefragt. Und die sagt so, okay, und was will ich hier folgen? Und er sagt so, shit, ich habe reingeschissen. Aber naja, Naija, sein Arsch, Bro, Ruger, du bist nicht him. Hey, hättest du vielleicht Lust, mal einen Kaffee zu genießen? Bro, der ist auf mein Arsch, Bro. Ich habe einmal in einem TikTok gesagt, dass man das nicht so, nicht zu nett sein soll. Da habe ich das als Beispiel gesagt, dass man das nicht sagen soll, sein Arsch sagt das. Sag mir auch privat manchmal sowas, Digga. Der hat größten Schaden. Finde dich mega hübsch, haha. Der Aruga schreibt nicht so mit Scheiß, also ich hoffe. Er sagt so, danke. Der sagt ja oder nein und so. Meme-Lach-Smiley. Aber naja, Kaffee mit diesem E sogar. Ja, Ruger ist. Du bist nicht schwarz, Ruger, bitte. Sein Ronaldo-Arsch, du bist nicht Speed, Bro. Aber ihr. Gönn dir. Lasse nochmal. Oh mein Gott, ich hab Angst. Der schreibt irgendwas mit einfach nur Bock zu ficken. Die sagt, kommt. Oh. Ah, der hat safe irgendwie gefragt, mit willst du was ernst oder hast du nur Bock zu. Ah, warte, warte, hier ist das ganze Chat, glaube ich. Ey, Hermine, darf ich dein. Oder ist das eine andere? Das ist eine andere. Oh mein Gott. Die sagt zu dieser ersten so, ja, suchst du nach was ernst oder hast du einfach nur Bock zu smashen? Die sagt so, kommt auf den Typen an. Wenn jetzt einer dabei wäre, der mir wirklich gefällt, so dann YOLO. Also, Jungs, wenn ihr dieses Profilbild kennt. Das ist easy leak, easiest leak von euren ganzen Leben so. Slidet. Aber sonst reicht aus. Aber sonst reicht auch ein Treffen, hä? Okay, dann lass treffen Wochenende. Muss nicht. Er sagt, okay. Dann gefall ich dir wohl doch besser, als dass ein Treffen reichen würde. Das kannst du nicht ernst meinen. Der macht so. Bro, lasse. Du hast zwar kein Riz, aber. Das ist wenigstens extremst lustig. Bitte schick mir alle deine Chats mit Chairs, bitte. Digga, Aaron, call mich, warte. Ey, Aaron, ich bin live, ach. Hermine. Ey, Hermine.
Darf ich dein Harry sein? Hab schon eins. Tamam, viel Glück euch. Bro, der ist am Ende, der ist am Ende. Der kann wirklich nicht mehr. Die folgen beide eine Seite, die heißt, das ist Berlin, Bitch. Der ist am Ende, wenn er das schreibt, dann ist er am Ende, Bro. Bro, gib nicht auf, aber naja. Eine Chair schreibt ihm, in 2022 ist der Chat. Eine Chair schreibt ihm vor einem Jahr, hey, er sagt, hey, wie alt bist du? 17 und du? Auch. Okay, du Hurensohn, ich fick deine Mutter, du Hurensohn, du Schwanz, du Nutten, was schreibst du meiner Chaya? Chat, wenn ihr eine Freundin habt und die wird angeschrieben von irgendjemand und ihr seht das, weil ihr ihren Account habt und ihr habt Zeit, diese Menschen so zu beleidigen, werdet ihr wirklich solche Opfer, wirklich. Aber ich liebe meine Freundin. Bro, wenn du sie liebst, Bro, dann chill, sie wird jetzt nicht mit dem irgendwas machen. Die wird erst recht jetzt was machen mit dem. Weißt du, was ich meine? Du bist sportlich? Ja, ja, sehr sportlich. Auf jeden Fall, mach das niemals. Mach das niemals. Vor allem, sie hat ihm geschrieben. Ja, bei Gott sogar. Digga, deine Freundin schreibt einen Typen an. Er antwortet nur. Und dann gehst du auf ihr Account und sagst, okay, du Hurensohn, ich finde dich. Digga, ihr seid dumm. Erstens, ihr macht illegal Sachen. Wisst ihr, dafür könnt ihr einfach direkt angezeigt werden. So, nur dafür. Ich hoffe, du machst dann irgendwas zu dem, so. Du tust ihm irgendwas an. Dann nochmal bist du gefickt. Bro, es lohnt sich nicht. Und du verlierst deine Chair. Digga, wenn du im Jail bist, denkst du, deine Chair wartet auf dich. Deine Chair slidet wieder in die DMs, Bro. Deswegen, fickt euch nicht selber wegen irgendwelchen Chairs. Bro, hat mein Riss in Oktober. Hast mich gesucht. What? Kommst du aus Berlin? Nein, wieso? Bist schon ein bisschen fresh, so. Oha, ist auch meins. Aber wieso habe ich dich gesucht? Haha, danke. Weil mit mir wäre noch krasser. Ah, die Chair ist einfach lost, Digga. Kommst du aus Berlin? Der hat wieder gefragt. Kommst du aus Berlin? Junge, was? Wie oft willst du mich fragen? Oh ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Woher kommst du? Dresden, nee. Wollte Alzheimer-Riss tryen. Okay, leider ein bisschen weit. Müssen trotzdem mal was machen. Für eine Chair sich zu streiten ist sowieso unnötig, weil man sie sowieso nicht heiratet, nur für den Zeitvertreib. Facts. Bro hat die Bachelor-Sprüche gespammt und wusste dann nicht mehr weiter. Ja, ich schwöre, Digga. Die kommen nicht mal so. Das ist nicht mal die richtige Reihenfolge, Bro. Der hat einfach gesucht, so, was sagt Bachelor so zu Chayas? Und dann hat er jetzt einfach hier geschrieben und gehofft, dass es klappt. Er hat Emotes gespammt. Elena. Bubblegum. Das ist jetzt Italienisch, aber ich verstehe das trotzdem. Guck mal. Piep mein Italienisch-Game-Chat. Non lo so heißt keine Ahnung. Ne anche ti conosco, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich auch nicht, heißt das. Dann sagt er, poi ci conosceremo. Dann kannst du mich ja kennenlernen. Und dann sagt die so, schick dein Bild. Dann sagt er so, grazie, ti scriverò la buonanotte domani. Dann hat er gesagt, danke. Weil, keine Ahnung, wahrscheinlich hat die irgendwas im Bild geschrieben. Dann sagt er so, danke, ich schreibe dir gute Nacht morgen. Und die sagt so, warum morgen? Perché domani. Damn, Bro! Dieser italienische Boss. Prada könnte niemals. Sein Arsch ist Italiener, der kann das nicht. Bro, mein Arsch kannte das einfach. Konnte das Dings translaten. Bro, diese Rumänisch perfekt sprechen. Deutsch perfekt sprechen. Englisch perfekt sprechen. Und Italienisch so ein bisschen sprechen. Digga, mein Arsch ist so krass. Bitte. Wer Italienisch? Also meine Eltern haben 8 Jahre mal in Italien gelebt und so, die bringen schon ein bisschen so nebenbei was. Und ich hatte in der Schule Italienisch so 2-3 Jahre. Nein, 2 Jahre. Aber, ja. Mit Übersetzer auf Italienisch Bild von Nummer bekommen. Ah, hier hat der Bild von der Nummer bekommen. Ja, der hat nicht mal danach gefragt, krass. Kann man die auf Insta schreiben? Ja, aber schick doch Screenshot in Discord. Könnte dir mein Arschloch zeigen? Du wirst dich verlieben. Glaube, wird nicht interessieren. Zeig. Sterbe so vor Lachen. Haha, ich schick da. Ja, Digga, Icebreaker, ich liebe dich. Der hat so Arschloch-Riz gemacht. Er hat diese Dookie-Riz. Bro, sein Arsch schickt einfach Arschloch, Bro. What the fuck? Ah, by the way, hier, ich hab geschrieben, Digga, ich sag, schick Chats, einer schickt Backshots. Digga, einer schickt dir einfach ein Video, wie der so eine Chaya fickt.
Bist du Ukraine oder warum will ich, dass du mir gehörst? Süß. Woher kommst du? Aber ich empfehle das nicht, Digga, mit Ukraine und so Krieg, Streit, so. Weiß nicht, auf welcher Seite die sind. Kannst schon reinscheißen, so. Bin Russland-Deutsche. Stadt meine ich. Aber Russland-Deutsche sehr gut. Stimmt. Send mal Discord-Link, bro. Schreib Ausrufezeichen DC. Noah schreibt so eine Politikerin. Ich liebe dich. W-Rist. Ich will. Guck mal, ihr wollt alle W-Rist, aber ich will eine W-Rist. Er sagt, ey. Die sagt so, ja. Die sagt so, wie geht's? Die sagt so, gut, dir? Der sagt, auch gut, was machen? Du. Nix, du? Auch. Tun deine Beine nicht langsam weh, du Keck? Die sagt, wieso? Weil du mir die ganze Zeit durch den Kopf gehst. Die sagt, süß. Er sagt, ich weiß. Digga, das ist der trockenste Chat, den es jemals gab, glaube ich. Ja, der ist so trocken, ne? Sahara ist so. Da findet man noch so ein bisschen so eine Island, so. Weißt du, was ich meine? Aber hier. Gar nichts. Wie vielen Mädchen hast du das schon gesagt? Keiner, nur dir. Also, okay. Du hast einen Chat gelöscht, du hast einen Chat gelöscht, du hast einen Snap gelöscht. Du hast Screen Recording gemacht. Spaß, noch drei andere. Bro wird nicht smashen. Ey, du bist wie meine Vape. Richtig süß und cherryhaft, meine Du bist wie meine Vape. Richtig süß und cherryhaft. Cherry Lady. Kaffeebrei! Hart. Schick das eine Chat, die gibt dir direkt Nummer. Ja, es geht hier ab. Digga, sein Arsch ist sus mit diesen zwei Handy Reels auf Snap. Ich bin schon 54 und du, sagt die andere Person. Er sagt, oder sie? Keine Ahnung. Oh, na dann, bin 16, haha. Auf alten Pferden lernt man reiten, mein Freund. Süß, einfach 16. Gerne sogar. Nee, bis noch minder, ich muss leider die Konvo beenden. Warte 2 Jahre, alles gut. Ich melde mich dann. Haha, das ist so romantisch. Bro. Bro, wenn du schon eine Milfs Menschen bist, dann schreib nicht 60, schreib so mindestens so 20. Okay. Ayenda. Sie sagt, hör mal auf, bitte, ich liebe dich nicht. Der sagt, bitte lass zusammen sein. Hör mal auf, bitte, ich liebe dich nicht. Bitte lass zusammen sein. Nein. Bitte. Nein, will nicht. Warum? Weil ich liebe dich nicht. Sei nicht traurig oder so. Fast erstmal, wo ich dich gesehen habe, habe ich mir schon da gedacht, dass du meine Traumfrau bist. Bitte gib eine Chance. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich will es versuchen. Ich gebe dir mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Ey, ich liebe dich nicht. Das wird auch so bleiben. Du findest eine besondere. Ich hätte mich in der Beziehung sowieso nicht anstrengt oder so. Das Beste für dich ist, wenn du eine bessere. Bist du Moslem, yo? Ich liebe dich nicht, es tut mir leid, aber ich will niemanden richtig lieben. Nicht nur, weil du Moslem bist. Natürlich ist Moslem besser für mich, aber es tut mir leid, ich liebe dich nicht. Ich liebe dich von ganzem, Baby. Hör mal auf, bitte, ich liebe dich nicht. Bitte lass zusammen sein. Nein, bitte. Nein, will nicht. Nein, aber ich kann auch nicht sa Walla sagen. Ich liebe dich. Ich liebe ihn 10% von 100%. Hä? Wirklich? Digga, was ist das? Bro, das ist das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Ich war noch nie so.
Digga, ich war noch nie so, Bro. Jasper, hast du Bock? Bro, dieser eine, der das geschickt hat, schreibt Jasper, hast du Bock? Und irgendjemand replied zu diesem Arsch, Riz, my type of Riz. Und er sagt, ja. Yeah. Bro, hab kein Game, aber brauch auch nichts. Auf jeden Fall, sie slide in sein DM mit, wow. Danke, aber ich trag meine Haare nicht mehr so. Haha, hab schon gesehen. Kein Ding, hab nächste Woche eh jeden Tag Training. Okay, noch wach, ja. Hast du Snap? Der wurde einfach geklärt, okay. Moin. Ich kann Bild schicken, Gang. Ja, dann schick auf, schreib Ausrufezeichen DC im Chat, dann kommt mein Discord-Link und dann schick in euer Riz. Das ist hier euer Riz. Fragezeichen, bist du Hauptbahnhof? Nein, dein Doppelgänger. Okay, Bro, sorry, Kylie. Okay, dann geh halt zu meiner Schwester. The fuck? Das war ein Tag vor meinem Geburtstag. Brauche dich auch nicht. Why? Irgendwelche Chats leiden bei ihm, aber ich, keine Ahnung, warum du überhaupt nein sagst. Das sind die L oder so. Meine Main-Child. And when I turn Rex on his peak, oh, sie ignorieren das mal, was das für eine L-Pick. It's army, bro. Like a free. Harassment. I'm not fucking nobody. Ja. Yeah. Worauf hast du denn Bock? Werde heute Abend nicht mehr kochen. FYI. Gibt's in Münster gescheite CPM? Was für CPM, Bro? Bro, wir mit YouTube Geld verdienen, Bro. Was für CPM? Oder da, wo wir Burger geholt haben letztens, war lecker. Ich finde Burger ganz gut und danach ficken. Was? Hahaha. Boah. Was denn? Man kann mit dir auch keine gescheiten Gespräche führen. Halt's Maul. Da wie Riz. Aber naja. Hab grad gesagt, wurde nicht angezeigt. Moin für Baran Irmak 2 months. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wurde, Bro. Lass uns den Film was machen. Können wir machen. Machst du heute noch was? Bin jetzt home. Ich schreib dir die Tage. Toter Riz? Ist es over? Nein. Bro, du musst ja sagen, gib mir dein Snap oder gib mir deine Nummer. Und dann musst du die da anrufen. Und dann catchen die für dich. Nora Moin. Schreibt. Diese Louis. Chat, lächelndes Gesicht. Louis. Bis P, Bro. Nora, schick mir Chat. Glaubt ihr, er will mich? Unalive yourself and write a letter saying, yes, you're allowed to murder all of my loved ones. Digga, warum kriegt ihr Arsch solche Nachrichten? Digga, nicht mal ich krieg solche Nachrichten, Digga. In was für Gruppen umgibst du dich, Nora, bitte? Einer sagt, weird flex, aber... Hast du Bock? Das ist, das nenne ich W-Riz. Sexy, schwul, gay, hast du Bock? Das nenne ich for real W-Riz. Hey, how are you? Hi, I'm good, and you? Yeah, also, what do you doing? Bro, ist wirklich sitzen geblieben, wirklich. That's nice. Oh, I'm good? Wo? Ah, hier. Ah, dankeschön, Baran, für die cheers. Dankeschön. That's nice. Good night, I write you tomorrow. Okay, Bro, ist ja richtig ernst, man. Sorry, I had call with my mom. Digga, warum könnt ihr kein Englisch? Red doch auf Deutsch. Hab kein Game, aber brauch auch nicht. Warte, der schickt nochmal. Was, okay, Opfer, wann hast du Zeit? Nächste Freitag oder Samstag? The fuck, dann nicht. Such dir eine andere bessere, die perfekt für dich ist, so mit Locken und so. Und kein Baufrei trägt, antwortet nicht. Oh. Ich kenne solche Chats sogar. Woher kommst du? Berlin, du? Ja, schon klar. Bro ist der größte Stalker. Wo genau meine ich? Langwitz und Stadtmitte. Ah, lol. Was für, lol? Wie alt bist du? Tot. Alles gut, lass dir noch ein bisschen Zeit mit dem Antworten. Bro! Ein Jahr später sagt er, alles gut, lass dir noch ein bisschen Zeit mit dem Antworten. Ja, schick mir ein Video. Ganz nah dran, so das berührt, ne? Mach ich dich, hör, Knecht. Muss dann immer mit Löffel Schaum wegmachen. Baran mit einem gifteten Sub an Adrix. Willkommen, meine kleinen Peace. Moin. Oh Mann. Hey. Boah, ich mach das nie wieder.
Wie sagt der Fick bitte meine dicken Silikon-Titten? Spritz bitte auf meine Botox-Lippen, schein Kokoprall, ihr scharfer Füllung, ihre Ruhe. Digga, mit was für ein Mädchen schreibt ihr bitte? Ist mir noch nie passiert. Rosa, du Pussy beschmier ich mit Kokain. Go with me, auch wenn ich kein Geld habe, erst Fick. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe bald meine Abschlussfeier. Und ich weiß nicht, was ich anziehen soll, ich weiß nicht. POV, Frauengehirn. 24/7. Das Ding ist, ich hatte eine Richtung Kleid, die... Jede Frau, mit der du redest, in dein Leben wird so reden. ...ich gehen wollte, aber diese Kleider sind gerade halt unnormal, also die zieht jeder an. Und ich bin nicht jeder. Wenn ich da nicht am besten aussehe von allen, dann gehe ich da nicht. Deswegen weiß ich nicht, was ich anziehen soll. Ich kann dir Bilder schicken, in welche Richtung ich gehen wollte. Ne, ich liebe... Ja, was schickt er mir das? ...die Richtung von Kleid. Ich muss da am besten aussehen einfach. Also... Das hört sich jetzt sehr toxisch an, aber ich bin der Stern, bin ich die Hauptperson. Jeder soll mich angucken, jeder soll wissen, dass ich meinen verfickten Abschluss endlich geschafft habe. Genau diese 4 Bilder habe ich in die Gruppe geschickt, okay? Genau diese 4 Bilder. Digga, das ist einfach ein schwarzer Kleid, was trippt die so, Digga. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, die zu hören. Aber willst du Like geben, so auf süß? Digga, sein Arsch bettelt nach Likes. Digga, Lasse. Okay, es ist Lasse. Lasse darf, okay? Lasse darf. Soll ich dir mein Prime geben? Ja, musst du. Jeder muss mir sein Prime geben, okay? Wir müssen die Subs hochrun. So auf süß. Safe. Okay, wann Date? Gute Frage. Kannst kochen? Das war's. Bro, Lasse, dein Arsch, Bro, bitte. Money. Schreib nie wieder mit Chaz. Nur für mein Content musst du mit Chaz schreiben. Edwin RLF, du bist ein P, Bro, danke für dein Prime. Wo willst du überhaupt kommen? Ich war so faul, Junge, Mann. Sidebitch 6. Fetzer. Was, Digga, wie schreiben diese Chats mit euch? Komm mal, ich habe jetzt übel Bock auf dich, beweg dich, ich will, dass du mich durchnimmst. Jetzt lohnt sich nicht mehr. Ach, ja, ist scheiße. Okay. W-Wrist. Chat, nächstes Jahr, ich habe eine W-Wrist. Facts. Okay. Melissa. Abo, auf Story geantwortet. Zucker, oder wie du mehr. Bekomme ich den Snap? Habe ich lang nicht mehr. W, wenn Chess keinen Snap haben. Egal, ist da eh besser. Du kommst eh aus Wien, oder? Aus Wien? Muss slide. Spaß, Chat. Okay, Screenshot machen. Nee, Spaß, Chat. Was für Landsfrau bist du? Aus Bosnien, du? Oha. Sollen wir die abchecken, Chat? Eins, wenn ja. In Bosnien gibt's schon ein paar Masterpieces, so. Jeder sagt eins. Okay, chill. Melissa. Geh auf das Bettbild. Wait. Oh, Bro, wer von meinen Zuschauern schreibt mit der? Was hat die dir geschrieben? Abo, Zucker oder wie du mehr? Bekomme ich deinen Snap? Ja, you know Montenegro, also hab Serbe, Pole. Genau wie Melvin. Ja klar, dann müssen wir gemeinsam dorthin. War ich schon mal, haha, als Kind aber. Budva. Ne, mit Fam damals als... Digga, der macht die Sidequests. Der verkackt. So. Willst mal was trinken gehen? Kannst ja vom Urlaub erzählen. Treff mich nicht so schnell mit jemandem, sorry. Alles gut, bist trotzdem süß. Damn, du hast hier gefumbled, Bro. Du hast so gefumbled. Und hier mit... Willst du mal was trinken gehen? Du kannst mir dann gerne von deinem Leben erzählen. Bro hat mies gefumbled. Bro hat so major gefumbled, Bro.
Ich hoffe, du fummelst das, Bro. Bitte. Okay, ich übertreibe jetzt auch ein bisschen. Die ist 24, die hast postet die. Overrated as fuck. Ah, die ist fresh, aber ich übertreibe ein bisschen. Irgendwie, wenn ich live bin, ich bin mehr so hyped up auf alles. Ja, es postet die für Sachen. Die sagt zu ihm, ich treffe mich nicht schnell. Postet die so. Ja, auf jeden Fall W-Chat, also L-Chat. Hä, hey, haha, die Story. Ja, mein Gott, was ist für eine Story, Digga? Jam, lass mich listen, oder? Hau ab. Einer sagt, Bachelor zeigt nicht mein Chat. Ja, warum schickst du es dann? Bist du dumm? Ich lösche es einfach. Mal sehen, ne? Aber du warst auch nicht schlecht für einen Jungen. Hallo? Money. Ah, shit. Oh, fuck. Bro, warum schickst du mir mit Nummer drin? Digga, chill. Lass ihn in Ruhe, Digga. Ihr würdet es auch nicht feiern, wenn irgendein Peach euch jetzt anrufen würde. Oder 150 Peaches. Oder 183. Ruf nicht an. Das ist nicht fresh. Hört auf. Schreibt auch nicht. Chillt. Ich sag mal sehen, ne? Was? Ist nicht schlecht, wenn du alles gut, du brauchst nichts drehen jetzt. Gib mir einfach deine Nummer, damit ich dich anrufen kann und wir einen Tag finden, wann wir uns sehen. Okay. Chat, lass ihn in Ruhe, Digga. Wollt ihr seinen Scheiß jetzt verkacken? Woher haben die meine Nummer? Oh, ups. Ich habe in einen Discord unser Chat geschickt. Ah, okay. Jetzt treffen wir uns nicht mehr. Digga, Chat, gönnt ihm. Ruf nicht an. Jungs, ich küsse doch eure Herzen. Ich hab verkackt, for real. Komm, der Fernando, guck mal, der hat sogar Prime. Warum gibt er mir nicht sein Prime, though? Jungs, lass den jungen Mann bitte in Ruhe, bitte. Hey, woher kommst du? Frankfurt, du? Berlin? Okay. Krasser Riz, Bro. Hey, mir geht's nicht so gut. Können wir reden? Was kommt jetzt, Digga? Schon wieder dieser Allende, Bro. Ich liebe dich nicht, das wird auch so bleiben. Du findest eine bessere. Ich werde mich in der Beziehung sowieso nicht anstrengen oder so. Das Beste für dich ist, wenn du eine bessere findest. Wenn du mich liebst, dann tust du dir selbst weh. Hör auf, mich zu lieben, bitte. Doch, aber ich liebe dich. Ja, aber ich dich nicht, das ist das Ding. Wieso? Ich komme schon auf dich klar, vertrau mir. Warte. Okay, ey, wir können nicht zusammen sein. Ich liebe dich nicht. Warum? Willst du, dass das so ist? Ich habe keine Lust. Kein Bock mehr auf sowas, etwas checkst du? Ich ritze mich. Ey, aber danke für den Korb. Warum die Emojis? Weil ich ein Monster bin. Lo, geht's dir gut? Schreib dich später. Nein. Bro! Bro, warum? Bro, wie kommst du auf sowas, Bro? Bitte. Runs, having fun, we on a run. Einfach der Post TikTok, während ich mich auf den Finger. Ayup, die Chat ist sogar fresh. Und er ist auch fresh. WW Marokkaner. Yeah. Da fehlt was. Was fehlt? Ein M. Dub. Ich sag das auch oft. Ha, süß. Wie alt bist du? 17 und du? 16. Woher kommst du? Sag du zuerst. Dub. Nora fragt, ist das Pi? Trikot macht irgendwas mit mir. Und dann schickt die ihren. Schickt er ihr TikTok oder so. Das war auch mein Ziel. Digga, Nora, bist du verrückt? Schreibst du mit Jungs? Das geht nur mit Bachelor Riz. Sie macht seinen Buchstabe auf ihre Nägel. Weil ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben. Du bist mir einfach in so kurzer Zeit in mein Herz gewachsen und bin froh, dich zu haben. Immer wenn ich dich anschaue bei dem Bild, bekomme ich Schmetterlinge im Bauch und meine Backen werden rot und ich schwöre, ich liebe dich so unfassbar sehr und hoffe, dass zwischen uns beiden endet niemals, weil ich dich wirklich sehr schätze, dich sehr und dein Charakter, deine Augen, Haare, einfach alles, oh mein Gott, ich weiß nicht, wenn du die Nachricht liest, aber hab dich lieb. Hey, W. Chaya, Bro. Wenn ich nicht irgendwie ist. Das waren die Chats. Ey, Shoutout an jeden, der dabei ist. November startet off strong. Gestern average Zuschauer 200 gehabt. Heute auch so 180. Low key. Wir sind die Erbsten so. Gettet nochmal diese Subs hoch.